Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull and Bones. Ich bin zurück aus dem Urlaub und wir starten mit einer legendären Schatzkarte. Denn Schatzkarten haben wir A, schon lange nicht mehr gehabt. B, habe ich mir überlegt, dass ich die in Zukunft einfach alle zusammenfügen werde und dann immer ein Update-Video mache, wenn eine neue, andere dazu kommt. Denn die legendären Schatzkarten haben ja eins an sich. Man ist nicht so ganz sicher, wo man hin soll. Ne? Man ist nicht so ganz sicher. Und deswegen beginnen wir mit dieser hier, Schatzkarte, sehr alt. Wenn wir einmal auf Schatzkarte lesen gehen, dann sehen wir, das Ganze sieht so aus. Wie immer natürlich der Hinweis, ganz, ganz wichtig, denkt dran, ne? Das, was dort oben rechts in der Ecke ist, das ist das Symbol, was durchwechselt. Das wechselt durch, das bedeutet, diesen Schatz bekommt ihr, ja, wenn ihr das Symbol habt, wie ich, genau an derselben Stelle, wie ich, wenn ich euch das jetzt zeige. Aber ansonsten ist für euch nur interessant, dass ihr auf alle Fälle die Fundstelle habt. Denn auf dieser Schatzkarte könnt ihr sehr gut erkennen, dass ihr relativ wenig erkennen könnt, wo das Ganze stattfindet. Hier bei der Karte, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich sofort mal eine Idee, wo das sein könnte. Aber ja, man muss es dann trotzdem testen und schauen. Und wie gesagt, es gibt einige, wo man es nicht sofort so offensichtlich erkennen kann wie hier. Und deswegen bleiben wir weiterhin dabei, dass wir zwischendurch immer wieder Schatzkarten machen. Aber halt, wie gesagt, wirklich nur noch die legendären, die blauen und sonst schmarrn. Das hat keinen Sinn, sondern halt hier die Schatzkarte, sehr alt. Das sind die Dinger, die wir machen werden weiterhin ab und zu in Videos. Und bevor wir die ganze Schatzkarte jetzt lösen, geht es ganz kurz rüber in die Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und damit sind wir auch schon wieder zurück. Angelegt habe ich auf der Karte, wenn ich in die richtige Richtung scrolle, hier. Und zwar hier unten, vor Louis. Wie gesagt, das war schon relativ klar, ne? Das sieht man eindeutig hier so. Das ist auch so eine Sache, wo man schon so oft hin musste. Das war einem relativ klar, relativ easy peasy, wo das Ganze ist, ne? Hier ist St. Anne, dann einmal hier runter nach Fort Lewis. Da können wir dann die Schatzkarte lösen. Und ich habe gesagt, das Symbol oben rechts wechselt. Wenn ihr dort ein anderes habt, werdet ihr nicht dort fündig, wo ich es jetzt werden werde. Aber für die Leute, die dasselbe haben, was soll ich das Video an dieser Stelle abbrechen? Ups, doch, weiter hoch war richtig. Was soll ich das Video abbrechen und ja, die Lösung für die, die dasselbe Symbol haben, verstecken, mache ich nicht. Und deswegen gehen wir da jetzt gemeinsam hin. Und zumal, ich bin wie immer gespannt, was drin ist. Ist ja so ein kleines bisschen wie Weihnachten. No. Und marschieren hier hinten in die Ecke. Hier hinten in die Ecke, da leuchtet es schon. Und hier sehen wir auch, hier, vorhin war hier mehr Licht. Was ist denn das Holz? Da, genau, richtig. Da ist das Symbol und Schatztruhe ausgraben. Was ist drin? Das geht es zu erfahren. Ne? Einmal kurz bücken. So, ziehe raus das gute Stück da. Und dann gucken wir rein, was wir denn looten. Legendär lohnt sich, finde ich, immer wieder. Ist auch oft eine nette, gute Überraschung. Was haben wir diesmal mit drin? Silber, ein Steuerrad, Muskat, Scheibenglas, Schraubgewinde, Magnetitbarren und sogar eine Torsionsfeder. Sehr schön. Kann man immer wieder gebrauchen und damit, ja, sind wir durch mit der Schatzkarte. Und keine Sorge, es kommen weitere Legendäre, die halt, wie gesagt, nicht so leicht zu finden sind. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.